Ich versuche zu verstehen, wie Menschen im langen 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert mit politischen Krisen, Integrationsproblemen, der Krise von Demokratie und Kapitalismus zurechtgekommen sind und wie sie vor allen Dingen mit Kriegserfahrungen umgegangen sind. Die großen Fragen sind sicher, was lässt gesellschaftlichen Zusammenhalt zu? Wie gehen Gesellschaften mit Krisen und Katastrophen um? Was sind die Bedingungen, warum politische oder soziale Systeme unter Druck geraten? Sind sie lernfähig? Und vielleicht mit der Frage verbunden, ob es Dinge gibt, die sich in der Geschichte wiederholen, im Sinne von Wiederholungsstrukturen, zum Beispiel Verschwörungstheorien, Vorstellungen von Aufstieg und Abstieg. Am meisten fasziniert mich, wie tief ich in Quellen eindringe, wie tief ich mich mit der Lebenswelt, den Erwartungen, den Erfahrungen von Menschen aus anderen Epochen beschäftigen kann. Sich mit Geschichte zu beschäftigen, heißt immer, sich auf etwas ganz anderes einzulassen und sich vielleicht auch von den eigenen Kriterien, Maßstäben zu lösen. Ich glaube, dass Historiker und Historikerinnen keine Blaupausen für politische Entwicklungen leisten. Aber wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, dann sieht man mehr und man sieht anders. Thank you.